In diesem Video teste ich Creme Regel Made bei Pausenfutter mit dem Namen Heidi und Franz. Die Regel duftet nicht wie erwartet intensiv nach Heidelbeeren. Dafür sieht er im Inneren optisch richtig ansprechend aus. Die obere Schicht hat eine leicht cremige Konsistenz, während der Boden eine super saftige Textur aufweist. Die Franzsorte duftet bereits, nachdem man ihn ausgepackt hat, super intensiv nach Zimt. Vom Aufbau her ist die Sorte gleich wie die fruchtige Variante. Oben haben wir eine cremige weiße Schicht. Die untere Masse hat eine leicht kuchenartige Konsistenz. Die Heidelbeere schmeckt man nur dann raus, wenn man auf die getrocknete Beere beißt. Die weiße Schicht schmeckt süßlich, leicht sahnig und ganz minimal nach Cashew-Nussmus. Ich finde es vom Süßgrad her sehr angenehm, hätte mir bei diesem Riegel aber ein bisschen mehr Heidelbeergeschmack gewünscht. Bei der Franzsorte weiß man sofort, um welchen Geschmack es sich hier handelt. Die obere cremige Schicht schmeckt intensiv nach Zimt und hat eine sahnige Note. Mit dem teigigen Boden hat es was von einer Zimtschnecke. Der Heidi-Riegel hätte gerne noch ein bisschen mehr nach Heidelbeere schmecken können. Am besten wäre hier gewesen, dass bereits die cremige Schicht nach Heidelbeeren schmeckt. Da bin ich vom Franz-Riegel deutlich mehr angetan. Dieser zimtig-sahnige Geschmack mit dem teigigen Boden ist nämlich ein purer Genuss.